20.15 Uhr pro 7 Star Wars Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Sag mal, könnt ihr mir nicht mal was anderes zuwerfen? Wann immer George Lucas seine Geschichte in Bildern erzählt, erreicht Episode 2 die Qualität der Originaltrilogie. Doch Sätze wie... Mein Herz schlägt schneller in der Hoffnung, dass dieser Kuss keine Narbe bei dir hinterlassen wird. Erlangen fast schon Rosamund Pilcher-Niveau und drehen jedem Star-Wars-Fan den Magen um. Du musst lernen, dich nicht von der Seite des Hasses umgeben zu lassen. Wie habe ich diese Sätze vermisst? Aber die Detektivgeschichte mit Obi-Wan Kenobi weckt sehnsüchtige Erinnerungen an die Blütezeit mit Weltraumschmuggler Han Solo. Doch spätestens, wenn Yoda seinen Krückstock werfen weg will und kämpft mit dem Laserschwert, sind Vorbehalte wie weggeblasen. Die Tipps der weiteren Tage. 19.05 Uhr Sat.1, Gräfin gesucht, Adel auf Brautschau. Vier einsame Adlige haben in den letzten Wochen versucht, übers Fernsehen eine Partnerin zu finden. In der letzten Folge wird verraten, ob bei Benedikt, Konstantin, Moritz und Michael der Singelfrust nun endlich der Vergangenheit angehört. 19.30 Uhr ZDF, Terra X. Expedition Erde, Vulkane. Er sah die Erde schon aus 400 Kilometern Entfernung. Jetzt betrachtet Astronaut Thomas Reiter den blauen Planeten und Urgewalten, die ihn prägten, ganz aus der Nähe. Folge 1 der herausragenden fünfteiligen Reihe auf dem Terra X Sendeplatz geht der Kraft des Vulkanismus auf den Grund. 20.15 Uhr Sat.1, Navy CIS, grüne Zone. Nachdem der im Irak stationierte Marine-Captain Rankin erschossen wurde, untersuchen Special Agent Tony und Kollegin Nikki den Fall vor Ort in Bagdad. Der verantwortliche Kommandeur zeigt sich wenig kooperationsbereit. 23.10 Uhr pro 7, Star Wars, ein Blick in die Zukunft. Luke Skywalker und die nächste Generation. Messerschmitt-Kabinenroller wie in Brasil. Oder doch Beam Me Up, Scotty. Diese Doku zeigt auf, wie Visionen aus Science-Fiction-Filmen unsere Fortbewegungsmittel der Zukunft beeinflussen können. 21.45 Uhr ARD, Polizeiruf 110. Eine Maria aus Stettin. In dem TV-Krimi-Drama von Steffen Wagner stolpern die Schweriner Kommissare Uwe Steimle und Felix Eitner über ein Adoptionsgeschäft im Rotlichtmilieu. Ich hab da was gesehen. Nö. Ja. Nur erzähl doch mal. Also der Kommissar Hinrichs wird von einem Schnepfenvogel, der eigentlich in dieser Region in Mecklenburg gar nicht mehr vorhanden ist, ins Gebüsch gelockt. Da ist der Vogel ja schon längst fort. Aber da liegt mir noch glatt eine Bordsteinschwalbe zu Füßen. Und diese polnische Maria hat aber gerade ein Kind zur Welt gebracht. Und damit kommen wir einem ganz heißen Babyhandel auf die Spur. Der Autor der Geschichte kennt die Szene genau. Er arbeitete nicht nur im Jugendgefängnis, sondern auch als Sozialarbeiter und Kriminologe. Zur Story sagt er, also diese Menschen, die man als sogenannte Antagonisten beschreibt, also als Verbrecher, sind mir so vertraut, dass ich genau weiß, was sie treibt und was ihre Motive sind. Traurige Mütter und ganz windige Typen. Das ist gut erzählt und gar nicht glatt gebügelt. Tschüss. Bis morgen. Ich hab da was gesehen.